der Christenverfolgungen ließ der damalige König Tirdat III. Grigor den Erleuchter in die Grube werfen. Eine fromme Christin versorgte Grigor heimlich mit Essen und hielt ihn am Leben. Dann geschah das Wunder. Grigor befreite den König von einem Wahn. Der Gehalte schwor dem altarmenischen Götterglauben ab, wurde Christ und erklärte den neuen Glauben zur Staatsreligion. Bis heute ist Khorvirap für die Armenier ein besonders heiliger Ort. Um die Verbreitung des Christentums zu fördern, wuchs bei den Armeniern das Bedürfnis, die Bibel in die eigene Sprache zu übertragen. Das setzte die Schaffung eines Alphabets voraus, das den reichen Lautbestand des Armenischen grafisch eindeutig umsetzt. So entstand Anfang des 5. Jahrhunderts das armenische Nationalalphabet. In den Klöstern begann nun eine wahre Schreibwut. Nach der Bibelübersetzung waren es zum einen die armenische Geschichte, Philosophie und Naturwissenschaft, die die Mönche nun in armenischer Sprache aufzeichneten. Das Geschriebene wurde farbig illustriert. Wichtigstes historisches Thema waren Einführung und Verteidigung des Christentums. Oder aber die Mönche übersetzten Schriften antiker griechischer Philosophen und Wissenschaftler. Viele der Originale sind inzwischen verschollen und nur durch die Abschriften überliefert. Die wertvollen alten Handschriften werden im Archiv Martinadaran in Jerewan aufbewahrt und erforscht. Es ist vor allem dem Mann gewidmet, der das armenische Alphabet schuf, dem Mönch Mesrop Mashtots. Seine Bibelübersetzung trug wesentlich dazu bei, die religiöse Eigenständigkeit der Armenier zu stärken. Die Eigenständigkeit der armenischen Kirche gründet sich auf die Missionstätigkeit der Apostel. Die Gläubigen der armenisch-apostolischen Kirche betrachten sich als gleichberechtigt neben der römisch-katholischen Kirche. Ihr Oberhaupt ist der Katholikos. Seine Residenz, der Vatikan der armenischen Kirche, wechselte oft. Seit 1441 sind es das Kloster und die Kathedrale Etchmiadzin, unweit von Jerewan. Wenn am Sonntag festlicher Gottesdienst ist, kommen die Gläubigen von weit her in die Kirche. Der Gottesdienst dauert etwa 3 Stunden. Doch kaum jemand bleibt die ganze Zeit über. Es ist ein stetes Kommen und Gehen. Hinsetzen kann sich niemand. In armenischen Kirchen gibt es kein Gestühl. Ist der Gottesdienst vorbei, suchen die Geistlichen den Kontakt zu den Gläubigen. Unter ihnen sind auch viele oft festlich gekleidete junge Leute, die ihrer tiefen Religiosität Ausdruck verleihen. In Armenien sind seit Einführung des Christentums religiöser Glaube und nationale Identität eng miteinander verbunden. Das stärkte den Überlebenswillen der Armenier, deren Land immer wieder von den benachbarten Persern, Arabern und Türken besetzt und verwüstet wurde. Im Lauf der Jahrhunderte flohen die Menschen zu Tausenden aus ihrer Heimat. Heute leben mehr Armenier über die ganze Welt verstreut als im Land selbst. Das ewige Feuer und die Fotodokumentation im Genozidmahnmal von Jerewan erinnern an das den Armeniern zugefügte Leid und an die Toten während der langen Geschichte der Verfolgungen. Sie gipfelten, nachdem die Türken Westarmenien endgültig erobert hatten, Ende des 19. Jahrhunderts in Massakern und 1915 in einem bis dahin beispiellosen Völkermord durch die Türken, den auch internationale Organisationen wie die UNO oder das Europaparlament als solchen werteten.
Anderthalb Millionen armenischer Bürger des Osmanischen Reiches sollen Opfer des Genozids geworden sein. Darunter unzählige Kinder, Frauen und alte Menschen, die während der Todesmärsche an Hunger, Kälte und Erschöpfung starben. Zu den wenigen Ausländern, die es wagten, die damaligen Ereignisse publik zu machen und anzuklagen, gehörte der deutsche Schriftsteller Armin Theophil Wegner, der als Sanitätsoffizier in der türkischen Armee diente. Fährt man durch Armenien, taucht immer wieder der Ararat auf. Und der Blick fällt zugleich auf den zweiten Bergriesen dieser Region, den Aragats. Er ist zwar etwa 1000 Meter niedriger als sein Bruder, dennoch bringt er es auf über 4000 Meter Höhe. Der Aragats ist der höchste Berg im heutigen Armenien. Leben am Fuß des Aragats. Welch ein Gegensatz zum überbevölkerten Jerewan. Außerhalb der Stadtgrenzen ist Armenien nur dünn besiedelt. Dort, wo das Bergland bewohnbar ist, müssen die Menschen ihre Lebensweise der schroffen Natur und dem unwirtlichen Klima im armenischen Hochland anpassen. Die Gefahr von Erdbeben erschwert das Leben zusätzlich. Armenien ist ein Land der erloschenen Vulkane. Das schwarze Gestein zeugt davon. In den Sommermonaten ziehen viele Bauern aus den Dörfern am Aragats mit ihren Viehherden in die Berge. Sie wohnen in Zelten. Es ist ein Leben im Rhythmus der Natur. Die Tiere bestimmen den Alltag. ...150 Schafe besitzt diese Familie. Am Nachmittag werden die Tiere zusammengetrieben und gemolken. Aus der Milch machen Gohar und Vazgen vor allem Käse, den sie zum Teil für sich brauchen. Das meiste jedoch verkaufen sie auf Märkten. Auch die Wolle verarbeiten sie selbst, für Decken und Matratzen. Rosa hat 16 Kühe. Bald werden es 50 sein, hofft sie. Aus der Milch macht sie Käse, Butter, Joghurt. Abends wird alles in einem Restaurant verkauft. Rosas Mann war Bauarbeiter. Nach der Wende verlor er seine Arbeit. Er entschloss sich, Bauer zu werden. Und nun leben auch sie jeden Sommer hier oben. Geldsorgen haben sie keine mehr. Lava? Sattgrüne Grasmatten bedecken die Hänge des Aragats auf 2200 Metern Höhe, unterbrochen durch schroff aufragende Felsen. Aus der Entfernung von ihnen kaum zu unterscheiden, die Festung Ambert, vormals eine der bedeutendsten mittelalterlichen Wehranlagen in Armenien. Nur weniges deutet noch darauf hin, dass hier einmal feudal gewohnt wurde. Ambert war zeitweilig auch Sommerresidenz und Bischofssitz. Lediglich diese Kuppelkirche aus dem 11. Jahrhundert blieb erhalten. Wie die gesamte Festungsanlage wurde sie aus Vulkangestein erbaut.